So, jetzt ist mir noch wesentlich wohler meine Sache. Jetzt habe ich nämlich wieder meinen Selfie-Stab, der schwimmt. Also die Kamera. Und wenn die Kamera einfach mal so plötzlich. Kleine Rast, ein bisschen Frühstück essen, nie verkehrt. Einen schöneren Platz dazu kann es eigentlich nicht geben. So. Gefrühstückt habe ich. Der Wind ist auch wieder da. Mein Handy ist eigentlich hier verbaut, um als Lock zu dienen, um die Knopfleiste zu zeigen.
Das ist ein Klatsch-Handy. Wenn da eine Welle drauf klatscht, geht irgendwie irgendeine andere App auf. Da habe ich nicht dran gedacht. Ich kann meinen Käppig nicht absetzen. Wenn ich das mache, dann zieht es weg. Geiles Segel, Leute. Echt geiles Segel. Die GoPro ist ein Touchgerät. Wenn die Brecher hier rauffallen auf das kleine Gerät, dann stellt sich immer der Fotomodus ein. Ich habe jetzt nachher tierisch viele Fotos auf meiner GoPro. Film gesagt hatte, dass es nicht schockt oder keinen Spaß bringt, wenn die Böen so stark sind. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich damals noch nicht so genau wusste, wie das Material auf Starkwind reagiert und vor allem wie die Tiber auf Starkwind reagiert. Wenn man das weiß, wenn man das ein paar Mal erlebt hat, kein Problem. Schockt total. Je mehr, desto besser. Berge wieder runter.